Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Ja, es ist ein bisschen her, dass wir hier drauf gespielt haben oder auch gestreamt haben. Beim letzten Mal ist ja der Stream hier, als wir hierbei waren, ja, mal wieder abgerissen oder abgebrochen. Je nachdem, wie man das auch jetzt bezeichnen möchte. Und ja, ich habe hier noch ein Stückchen vor mir. Dachte, wenn schon kein Stream, dann machen wir noch mal eine Folge. Und ja, ich habe leider doch nicht so viele Videos bringen wollen oder gewollt, wie ich eigentlich, oder es sind die Woche doch nicht so viele Videos gekommen, wie ich eigentlich geplant hatte. Ja. Ist ein bisschen doof gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich muss mal gucken. Ja, nächste Woche, es wird ein bisschen schwierig, denke ich mal. Mal schauen. Ich muss mal schauen, wie wir das machen. Mal gucken. Vielleicht nehme ich jetzt, ja, weil ich nehme die Folge hier nämlich auch wieder ganz frisch auf für euch. Ich weiß nicht, wann die rauskommt. Ich lade die, wenn ich die aufgenommen habe, einfach gleich hoch und dann, ja. Schaue ich mal, was da passiert oder auch nicht passiert, je nachdem. Ja, nicht mehr lange, ne? Heute ist Samstag. Wie gesagt, morgen wird kein Video kommen. Bin ja, mal schauen, ne? Ich bin gespannt, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, ja, Dienstag, ne? Dienstag ist soweit, endlich Dienstag, Bausimulator. Oh, freue ich mich schon drauf. Wie ich mich da schon drauf freue. Ich beneide immer die YouTuber, die das Privileg zuteil ist, diese Spiele immer schon vorab eine Woche zu spielen. Vor Release. Ach, ja. Finde ich aber auch ein bisschen schade. Natürlich wollen die Hersteller denn hier kommt, ne? Produziert oder stellt das mal bei euch vor, wenn ihr Bock habt. Und natürlich ist da der Anreiz dann für andere Leute, denen das denn was da sehen, wenn es vielleicht spielerisch nicht ganz korrekt ist, aber der Rest drumherum alles so richtig geil ist, ne? Ah, ich habe schon echt Bock drauf und ja. Ich werde auf jeden Fall Dienstag dann auch streamen. Ob der Stream nun fünfmal abreißt oder so, ist mir denn shit egal. Das werden wir machen. Das werden wir machen. Ne? Und ja, mal gucken. Ich muss mal gucken, wie wir denn mit der Folge nächste Woche machen. Ich würde ja für die Gelder dann gerne mit Dennis noch ein, zwei Folgen eventuell aufnehmen. Für die Gelder, na, ist auch schnell. Für die Coronella. Muss mal gucken, ob er online ist jetzt nachher gleich. Vielleicht nehme ich denn da noch ein, zwei Folgen auf. Ansonsten eventuell mal morgen Nachmittag gucken. Problem ist, ich schlaf ganz schön, obwohl, ja, nee, morgen wird schwer. Ich habe ja noch Nachtschicht. Habe ich jetzt auch, aber ich war heute schon ein bisschen früher wach. Ich habe nämlich ein bisschen COD gezockt. Die Beta ist ja seit gestern draußen oder kann man seit gestern ein bisschen spielen. Ne? Für alle, die auf PlayStation vorbestellt hatten. Digital, ne? Und ja, da war ich jetzt gerade noch so ein bisschen am Rumdaddeln. Ist gut, ne? Ist eine Beta natürlich, klar, aber ich finde es gut. Und auch was das Zaun, die Maschine, also die Waffenzaun und das alles angeht, finde ich klasse. Auch ein paar neue, ja. Sachen halt, ne?
Zusatzausrüstung und so was halt, ne? Granaten und sowas, Schockgranate und so was alles. Und ach, keine Ahnung, was da noch alles mitgibt, Neues. So viel kann man zurzeit auch nicht testen. Wobei, wenn ich mir einige angucke, die haben da schon irgendwelche Waffen. Die habe ich noch nicht mal. Ich kriege die auch irgendwie nicht freigeschaltet oder so. Keine Ahnung. Aber naja, das ist ein anderes Thema, ne? Hier ein bisschen hoch und runter ein bisschen ansehen, weil das nächste Mal oder ja, wenn wir den nächsten Mal hier auf der Mecklenburgischen unterwegs sind, ist auch schon Maisernte angesagt, ne? Ihr wisst ja, wir haben 26, ja doch gut 26 Hektar Mais zu häckseln. Das muss alles runter. Und ja, das werden wir natürlich dann auch im Multiplayer machen. Mal gucken, ob der ein oder andere Lust hat. Denn da ein bisschen mitzumachen am Häckseln. Wann und wie und so, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ihr wisst ja, da bin ich ja eher spontan so, ne? Ich kündige das ja nicht mehr großartig an, so Livestream dann und dann, ne, und so, und ja, dann klappt das nachher nicht, und dann, wie gesagt, dann wartet der ein oder andere denn noch da drauf, und so, nee, das will ich nicht mehr machen, ich mache das eher immer spontan, ne, das gefällt mir besser. Spurenreißer hier, das ist auch so eine Sache für sich irgendwie. Hier haut es mal wieder hin und dann hat es hier nicht hingehauen und ach. Aber ist auch immer nur, wenn ich hochfahre. Ne? Wenn ich runterfahre, dann ist das nicht. Dann geht er, ist er durchgängig. Na gut, vielleicht liegt es auch daran, dass er da dann so ein bisschen ausgehoben wird oder so. Also so ein bisschen in der Luft. Guck mal, hier ist das jetzt auch gerade nicht so dolle. Ja, kann sein, dass er da so ein bisschen in der Luft hängt, denn dann ist das natürlich möglich, dass das nicht so ganz funktioniert. Normalerweise müsste er aber dann weiter runtergehen wieder. Ah! Ja, hier ist, hat sich das alles so ein bisschen verändert. Oh, der wird stehen lassen. Na gut, okay. Dann ist das mal immer so. Das mit dem Verwalze werde ich natürlich wieder offline machen. Wie gesagt, da habe ich irgendwie auch nicht wirklich Lust drauf, auf Walzen. Ich werde sowieso, wenn ich Einzelkorn mache, dann werde ich sowieso nicht mehr walzen jetzt. Gut, das ist jetzt keine Einzelkorn, aber bei Einzelkorn werde ich nicht mehr walzen. Also Mais, Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, da werde ich nicht mehr walzen. Das ist jetzt, ja, der ist so. Ja, was ist denn? Jo, passt. Weil, ja, macht mir keinen Spaß. Ne? So richtig macht das keinen Spaß. Es gibt auch nicht so wirklich, ja, Walzen, die man dafür verwenden kann, noch so. Also, ich sag mal, wenn es noch eine andere Walze gibt,
mit 12 Metern, sag ich jetzt mal, von Firma Zoom zu. Es gibt so ein paar Walzen, aber das sind ja 6 Meter nur noch. Oder ja, noch kleiner. Eventuell sogar nur 3 Meter, 4 Meter so. Damit brauche ich hier nicht anfangen auf dem Felder, ne? Da bin ich verloren mit. 12 Meter ist schon okay, ne? Ihr könnt natürlich auch die große nehmen, das wäre 24 Meter, aber wie gesagt. Andere Walzen vielleicht noch. Wenn das denn 12 Meter sind, ist ein anderer Hersteller und ein bisschen anders aus oder sehen auch anders aus. Ja, und dann eventuell noch mal ja. Aber so, weiß ich nicht. Yeah. Ich habe aus Versehen mal wieder die falsche Gruppe angehabt. Oder ausgewählt, besser gesagt. Die falsche Steuergruppe. Aber der Tablet macht sich da in der Ecke eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sieht so aus, als wenn das da hingehören würde. Ja, wie gesagt, Dienstag Bausimulator, also wir werden da auf jeden Fall streamen. Vielleicht werde ich nachmittags ein Video noch erstmal machen, hochladen und dann abends streamen. Wie gesagt, wenn das Internet jetzt abkackt, kackt das Internet ab. Wie gesagt, ich bin da mit meinen Latein am Ende, ich weiß das nicht mehr. Ich habe so kein Problem mit Internet, Handy geht. YouTube so geht auch, gucken und so was alles, kein Problem. Aber nur wenn ich selber streame, dann ist da keine Ahnung was, auch immer mit. Aber naja. Wie gesagt, wenn das überhaupt nicht mehr geht, dann ja, muss ihm halt ausfallen. Fürs Erste immer. Ist ja nun mal nicht anders. So, das sieht auch alles wieder ganz gut, ganz schick aus. Ja. Ich habe auch nicht viel zu erzählen heute. Ich bin noch so ein bisschen vom Schlafen, Nachtschicht und so ein bisschen. Ne? Ja, wie gesagt, also wenn wir hiermit fertig sind. Oder ich mehr ge besser gesagt, werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, auch nochmal wieder vorspulen. Also, dass wir den 2. September haben, so ungefähr.
oder Mitte September schon fast. Und dann werden wir auf jeden Fall mit der Maisernte loslegen. Und dann kann ich den einen oder anderen nochmal fragen, ob er Lust hat, eventuell, wann und wie. Und also, wann genau, weiß ich nun noch nicht. Weil, wie gesagt, das wollte ich, will ich ja denn gerne im Livestream machen. Aber wann jetzt genau, das kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, da bin ich eher denn spontan. Und ja, auf jeden Fall. Wir sind am Ende erstmal für heute angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig darüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.